Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA Online Tipps und Tricks, und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr Geld verdienen könnt, und das geht am einfachsten, wenn ihr Autos verkauft, so wie das hier zum Beispiel, was einfach ein bisschen Geld bringt, nämlich 9000 Euro, wenn ich dieses Auto verkaufe. Aber jetzt fangen wir mal der Reihenfolge an. Was benötige ich dafür, um dieses Auto oder generell, um das regelmäßig machen zu können? Ich benötige eine Garage in der Nähe von einem Los Santos Custom, und diese Garage, die ich hier besitze, ist wirklich in der Nähe, wir sehen es. Wir haben dort die Garage, dort den Shop, das heißt, ich kann einfach die Straße runterfahren und in den Shop hineinfahren und dann das Auto verkaufen. Allerdings kann ich ein Fahrzeug nur jede Stunde einmal verkaufen, das heißt, dass wir da uns ein bisschen immer gedulden müssen. Aber es ist schnell verdientes Geld für zwischendurch. So, ich fahre in die Garage rein mit dem Wagen und habe den jetzt hier drin platziert. Und wir sehen, dass die Garage schon recht voll ist mit diesen Fahrzeugen. Also, es sind diese Geländewagen, die dann häufig dann, wenn ein Fahrzeugmodell unterwegs ist, sind ja immer mehrere unterwegs, und ihr könnt dann an der Kreuzung diese Fahrzeuge abfangen und in die Garage fahren. Des Weiteren gehört auch das Fahrzeug dazu, was hier zu sehen ist, mit der großen Niere. Das kann man auch klauen und verkaufen, bringt auch 9000, genauso wie dieser Geländewagen. Und ich zeige euch einfach mal, welche Fahrzeuge noch Geld bringen. Dazu öffne ich mein Handy, weil da haben wir ja auch einen Shop, wo man Fahrzeuge kaufen kann, und da sind natürlich auch einige gelistet. Einige, nicht alle, aber die, die gut Geld bringen, stehen hier drinne. Und zwar geht das hier los mit diesem Übermacht Sentinel Cabrio. 9500 bringt er, wenn ihr den verkauft. Hier steht der Kaufpreis von 95.000. In der Regel klappt das, wenn man einfach eine Null abzieht. Dann hat man den Verkaufspreis, wenn ihr das Fahrzeug klaut und verkaufen wollt. Dieser Lampadati, der steht bei mir in der Garage, aber nicht als Cabrio, bringt 9500 als Cabrio. Als Nicht-Cabrio bringt er 9000. Und ich finde, das ist immer einfach. Wenn man sich dieses Modell merkt, hat man gleich zwei Fahrzeuge, die man dann eventuell finden und verkaufen kann. Plus dieses Fahrzeug sind es schon drei, die man sich bloß merken müsste. Das vierte Fahrzeug ist ein Geländewagen, ein Baller, der bringt auch 9000. Und plus den Geländewagen, den ich bei mir in der Garage stehen habe, mit den vier Scheinwerfern, hat man noch einen weiteren Geländewagen, der 9000 bringt. Also, im Endeffekt sind zwei Geländewagen und dieses Fahrzeug davor erstmal betroffen, so wie auch dieses, die gut Geld bringen und die man sich merken müsste. Wenn man jetzt am Anfang ist und vielleicht nicht gleich diese 9000 Euro Fahrzeuge findet, kann man auch runterscrollen, und diese drei, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie getestet. Aber diese drei, ich zeige drauf auf den Benefactor, auf den Übermacht und auf den F620. Diese drei habe ich schon mal verkauft, und die bringen tatsächlich 8000 GTA Dollar ein. Natürlich nicht so viel, das sind nämlich genau 1000 im Schnitt weniger dann. Aber für besser als nichts und besser als wenn ich im unterwegs gerade bin, am Laufen bin und ich denke, ach ja, ich kann jetzt ein Auto verkaufen und klaue einfach eben so ein Elektroauto hier und verkaufe hier für 3800 Euro. Das bringt natürlich nicht so viel, und man sollte das einfach strategisch machen, sich tatsächlich eine Garage zulegen, wo 10 Stück reinpassen, und dann die Garage füllen mit solchen geklauten Fahrzeugen. Und schon kann man jede Stunde ein Auto verkaufen. Ihr seht, meine Garage ist recht voll. Ich habe hier gerade eben eigentlich doch ein Auto verkauft. Warum ist die noch so voll? Hä? Ich bin verwirrt, oder habe ich schon wieder ein neues geklaut? Nee, ich habe schon wieder ein neues von geklaut. Okay, aber man merkt, die Garage wird manchmal auch gar nicht leer. Es kann aber auch Tage geben, wo auch kein anderes Auto mehr zu finden ist. Und aber wir sehen hier, zack, da ist doch, ne? Ich habe es gerade gezeigt, und hier steht ein Geländewagen. Das Modell bringt ebenfalls 9000 Dollar, und ich werde es einfach mal in die Garage setzen, dann habe ich da nochmal eine andere Version. Oh, jetzt ist Polizei hinter mir, aber schnell zur Garage. Also dieses Auto bringt auch 9500, und wenn sie erstmal rumfahren, fahren sie auch öfter rum. Ich finde jetzt bloß keinen zweiten. Naja, fahre ich den erstmal rein. Garage ist natürlich voll. Ich bräuchte den jetzt da gar nicht reinfahren. Ich schmeiß einfach einen schwarzen von diesem Baller raus, und da kommt der neue rein. Wir sehen, zack, da steht er auch. Also, da ist schon wieder das dritte Modell. Also ich habe drei Modelle in der Garage, die davon betroffen sind, die teuer verkaufbar sind. Und das war es dann schon. Mehr möchte ich euch nicht sagen. Das funktioniert einfach so. Ihr fahrt tatsächlich immer wieder zur Kreuzung. Aber die Fahrzeuge sind natürlich nicht permanent vorhanden. Man muss da schon drauf achten. Und deswegen sollte man eine Garage auch voll machen, weil ihr dann einen sicheren Ort habt, wo ihr ganz klar wisst, okay, da steht ein Auto. Ich habe jetzt gerade wieder Zeit, ein Auto zu verkaufen. Und ich weiß, da steht ein Auto drin, was
9000 GTA-Dollar bringt. Hier habe ich jetzt Glück, ich habe hier noch ein weiteres Fahrzeug, was ich klauen könnte. Da neben mir steht es jetzt. Und da rechts kommt auch wieder eins angefahren. Also, wenn ihr so die Phase habt, dass gerade so viele Fahrzeuge hier spawnen, die so teuer sind, dann müsst ihr auch die Garage wieder befüllen. Es gibt auch Phasen und Zeiten, da ist das nicht der Fall. Und wir sehen hier reichlich, ich habe jetzt 4 Stück schon gezählt, gerade hier beim Vorbeilaufen. Also, das könnt ihr machen. Natürlich kommt die Polizei auch immer wieder vorbei und will euch töten. Ganz einfach, das demonstriere ich einfach mal, was ihr da machen könnt. Am besten einfach, tatsächlich ganz einfach, den Polizisten guten Tag sagen und auf das warten, nämlich, dass er euch niederschießt. Wieder am einfachsten, weil dann die Polizei sehr schnell mit euch fertig ist und auch wieder abrückt und wegfährt, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Kreuzung voll mit Polizei ist. Dann könnt ihr kein Auto mehr klauen, beziehungsweise dann würdet ihr bei jedem Autoklau sofort von der Polizei entdeckt werden und die sind hinter euch her. Also das würde dann kontraproduktiv laufen. Seht ihr, jetzt sind die Zivilfahrzeuge, ach, die Streifenwagen schon wieder weg und ich könnte jetzt loslegen, das Auto klauen und ja, einfach weitermachen. Also, so viel zu den Tipps. Ihr braucht die Lagerhalle, am besten diese oder irgendeine in der Nähe von dem Los Santos Custom. Der befindet sich da unten jetzt. Und ja, hier ist auch eine schöne Kreuzung, die stark befahren ist. Also Autos, Verkaufsstelle und Lagerplatz, alles ist immer dicht in der Nähe. Mehr benötigt man nicht dafür. Ich hoffe, das Video hilft euch ein bisschen weiter, hat euch gefallen. Und ja, schreibt noch was in die Kommentare. Vielleicht habe ich was vergessen zu erwähnen, dann schreibt das doch einfach mal rein. Lasst den Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat oder sogar genützt hat. Und ich sage auf Wiedersehen. Ciao, ciao.